Hallo zusammen. Wie ihr vielleicht jetzt schon gehört habt, bin ich nicht Martin Brendel, sondern Marius. Genau, ich darf euch jetzt aber kurz sagen, was der Martin Brendel sich für Gedanken gemacht hat für den Hauskreis. Und ihr findet dann auch den Text unter diesem Video. Aber das einfach jetzt nochmal kurz als Erklärungstext. Zunächst ging es ja in der Predigt um dieses Thema Hoffnung in schweren Zeiten. Die Situation ist die, dass das Volk Israel im Exil ist. In dieser Zeit der Propheten passieren ganz viele Dinge und unter anderem muss ein Teil vom Volk Israel auch nach Babylon. In der Predigt wurde das ja auch erklärt und der Martin hat die Situation geschildert. Dazu gibt es jetzt einen ersten Fragenkreis. Und der Hintergrundtext dafür ist Jesaja 40, Vers 26 bis 31. Lest euch das nochmal durch. Guckt euch nochmal genauer an, stellt euch auch vor, okay, wie ist die Situation? Die erste Frage ist dann, was haben die Israeliten alles verloren und welche Auswirkungen hatte das auf ihr Leben? Überlegt euch das gut, guckt nochmal in den Text, vielleicht achtet auch auf andere Texte, die ihr kennt oder die, ja, bringt das ein, was ihr wisst über die Situation. Und dann ist die Frage, okay, wie ist es bei uns? Was haben wir in der letzten Woche verloren? Nicht nur in der letzten Woche, sondern in den letzten Wochen. Einfach in dieser Zeit, wo jetzt gerade viele Dinge anders sind. Und was macht es mit uns? Also wie verändert es unser Leben, unseren Blickwinkel, das, was wir denken? Und dann die zweite Frage oder mehrere Fragen. Auf wen oder was vertrauen wir in dieser Zeit und was beflügelt uns? Also was hilft uns? Was macht uns irgendwie positiv? Was gibt uns Hoffnung? Der lebendige Gott und Herr, der hat Israel nicht verlassen. Er hat Israel Freiheit geschenkt und hat es wieder zurückgeführt. Er hat zunächst Hoffnung gegeben und dann hat sich diese Hoffnung auch erfüllt. Und jetzt geht es um den zweiten Fragenkreis. Und zwar könnt ihr dazu Jesaja 53, 1 bis 12 lesen. In diesem Text geht es um diesen Knecht Gottes. Der wird deswegen auch manchmal Gottesknecht genannt. Was passiert dem? Wie geht's dem? Was erlebt er? Wenn ihr das besprochen habt, dann überlegt mal, diese Erfahrung, über die ihr gerade geredet habt, was davon kommt alles bei Jesus wieder? Also wo ist das, was über den Gottesknecht gesagt wird, identisch mit dem, was Jesus erlebt und was er tut? Super spannende Frage und geht es ruhig am Text auch durch und guckt es euch an. Und dann weiterführende Frage, was von dem, was über diesen Gottesknecht hier geredet wird und was dann auch bei Jesus sich findet, hat irgendwie mit uns heute zu tun? Was davon trifft dich persönlich jetzt gerade in der Situation? Was davon gibt dir Hoffnung oder Mut oder vielleicht einfach einen neuen Blickwinkel? Viel Spaß bei diesem Hauskreis. Wie gesagt, findet ihr die Fragen und auch den Text von Martin Brendel in der Beschreibung von dem Video. Guckt euch das gerne an und dann wünsche ich euch einen gesegneten und schönen Hauskreis. Viel Spaß dabei!